Es ist 3.45 Uhr. Ich würde sagen, beste Uhrzeit, um heute mal einen Ironman zu machen, oder? The greatest race on earth. Sekunden Top 10, 3 Minuten zur 5. Irgendwie Energietanken. Schaffst du. Ich hab gesagt, wir werden dir Respekt zahlen. Das wird zollt dich ja Respekt. Ja. Mach die Scheiße zu Ende. Mach das, mach das. Du hast eine super Zeit hingelegt. Eine super Zeit, ist Wahnsinn. Echt. Also, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, Platz 7. Aber ich glaube, das hat dir Grit schon gesagt.
Ne? Aber ist egal, musste ja nicht halten. Ne? Also, aber super. Finishen, ja. Wasser schon wieder. Bericht kommt gleich. Die kurze Rennauswertung habe ich euch versprochen, kommt jetzt in ganz, ganz kurzer Form. Also das Schwimmen war okay, war ich zufrieden mit. Knapp über einer Stunde als Pleiente super gut. Radfahren war auch sehr entspannt und draftingfrei, also da habe ich nichts zu meckern diesmal. Die Jury hat sehr hart durchgegriffen. So gefällt mir das und ich konnte halt schön meine Standard-Aufholjagd nach dem Wasser nach vorne beginnen. Dann war ich Position 8 oder 7 nach dem Radfahren. Ja, das Problem ging allerdings auf dem Radfahren schon los. 30 Kilometer vom Ziel war eine Aid-Station. Da war allerdings gerade die Jury neben uns und ich hätte einen richtig blockieren müssen, um da nochmal richtig nachzutanken an Wasser. Dachte, weil im 15-Minuten-Takt vorher die Aid-Stations kamen, nimmst du einfach die nächste. Hab die Jury sogar gefragt, kommt da noch eine Aid-Station? Und die so, ja, ja, alles gut. Kam aber einfach keine mehr. Und ich hatte dann so einen Durst und überhitzt und bin quasi auf der Radstrecke einfach gestorben. Und dann bin ich in diese Wechselzone rein, in T2, und hab schnell, ich brauche was zu trinken. Und hab mir da das Wasser reingekippt. Es war dann allerdings schon zu spät, dann bin ich losgelaufen. Ich hab gemerkt, Alter, ist einfach so ein Durst. Und wenn du hier Durst hast, dann ist es schon zu spät. Also grober Fehler in der Ernährung gewesen, kann man das dann so sagen. Und davon habe ich mich einfach nicht mehr erholt. Losgelaufen und ich wusste nicht, ob ich das überhaupt irgendwie beenden kann oder ob ich es finishen kann. Also ganz ehrlich, ich habe heute 40 Kilometer lang beim Laufen nicht dran geglaubt, dass ich es finishen kann. Und irgendwie ging es dann doch noch. Und dann habe ich natürlich so viel Cola mal reingeschüttet. An jeder Aid-Station mich komplett angehalten, wie ihr gerade gesehen habt. Und
ja, dann habe ich auch gefühlt alle 10 Minuten so halb gebrochen, Cola abbrechen gehabt. War natürlich auch nicht mehr ideal dann alles. Ja, aber ich wollte es unbedingt finishen. Hat man vielleicht gerade nicht so gut verstanden, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, ich bin nett zu der Insel, ist die Insel nett zu mir. Es hat sie diesmal nicht ganz so interessiert wahrscheinlich. Oder ich war nicht nett genug. Und ja, aber den Respekt muss man zollen, das zu finishen. Und eine Sub 10 war dann das nächste Minimalziel quasi. Und das konnte ich dann zum Glück noch erfüllen. 9,49 Radzeit war okay. Die Wattwerte waren auch okay. Ich habe das mal alles bei Strava hochgeladen. Und ja, der Lauf war halt dann mit 3,50 oder so schon sehr hart. Ich wollte ehrlich gesagt eine Stunde schneller sein, beziehungsweise eine 8 vorne stehen haben. Das war schon so ein bisschen im Kopf, was ich mir vorgenommen hatte. Hätte ich den Fehler nicht gemacht, hätte ich vielleicht so, heute war schon echt sehr heiß, das muss man sagen, also unter 3 Stunden wäre ich nicht gelaufen, aber so eine 3,10 hätte ich eigentlich schon raushauen können. Aber hätte Fahrradkette, interessiert alles nicht, so wie es ist, und bin aber trotzdem zufrieden, dass ich es durchgezogen habe, weil, wie gesagt, da habe ich sehr, sehr lange nicht dran geglaubt. Ja, war dementsprechend hinten raus auch nicht ganz so schön, alles mit dem Marathon, aber solche Tage gibt's, man lernt raus, aber das Wichtigste ist, dass man halt niemals aufgibt und es trotzdem einfach durchzieht. Ja, das Männerrennen konnte ich nebenbei dann auch ein bisschen verfolgen beim Marathon. Natürlich schön für Deutschland, schade für Frodeno, sehr, sehr schade für Sebi, wie ich persönlich finde. Und wenn du Sanders laufen siehst, kann es dir so schlecht gehen, wie es will, da geht es dir wieder ein Stück besser. Aber ja, genau. So viel dazu. Das war Kona 2017 und ja, ich habe demnächst schöne News für euch für das nächste Jahr, also seid gespannt, es geht weiter.